Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für uns geht es heute nach St. Corona ein Wechsel zur Sommerrodelbahn, sofern das Wetter dort mitspielt, weil laut dem Bericht soll es dort schneien. Gerade weil heute, glaube ich, maximal plus 3 Grad kriegen. Wir fahren mal in Richtung und telefonieren dann mit den Betreibern, mal schauen, ob der überhaupt abhebt, ob dort wer ist, wenn nicht Programmänderung, wie auch immer. Wir sind flexibel. Vorher allerdings muss ich noch meine Übungen machen. Ich habe jetzt neuerdings eine Black Roll, dann diesen Igelball, ein Theraband und dieses Flossingband, wenn man das so nennt, das gehört allerdings meinen Physiotherapeuten, das bekommt er auch wieder zurück, das ist eine Leihgabe. Immerhin, also bis Aspern haben wir es einmal geschafft. Wetter ist noch halbwegs stabil, wobei es in Wien wesentlich schöner war, als es da hier ist. Und jetzt geht es rüber zum Bus. Wollen wir schauen. Bleibt spannend. Wir sind hier oben, St. Corona am Wechsel. Hinter mir sieht man es vielleicht, die Erlebniswelt. Coole Sache. Der Autobus nimmt, wie man es vielleicht hinter mir sehen kann, Fahrräder mit. Heuer hat der Chef gesagt, noch gratis, weil es ist das erste Jahr, wo sie das machen. Wie man auch sehen kann, das Wetter hält, nichts von wegen Schnee und überhaupt. Es ist zwar kalt, aber das soll der Freude keinen Abbruch tun. Und wir gehen jetzt rüber zur Sommerrodelbahn. Schauen wir uns das Ganze vielleicht noch von da an. Also diese Arena, wie sie das nennt, bietet ja nicht nur die Sommerrodelbahn an, wobei ich ehrlich sagen muss, also ich sehe auch gar nicht, wo die sein soll. Aber es gibt diesen Bikepark, der ist auf jeden Fall zu erkennen, wo man mit dem Schlepplift die Räder raufzieht und da links sieht man dann eh schon, wie die Biker runterfahren. Nachdem die Sommerrodelbahn nicht bei der Bushaltestelle ist, wo wir ausgestiegen sind, mussten wir jetzt ungefähr noch mal einen Kilometer bergauf wandern. Das war ein kleiner Planungsfehler. Gut, kann passieren. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir bei der Sommerrodelbahn. Jetzt werden wir einchecken und dann kann das eigentliche Highlight des Tages beginnen. Bitte! So, das war jetzt also die Fahrt mit dem Sommercoaster, Rollercoaster, oder wurscht, sagen wir es auf Deutsch, mit der Sommerrodelbahn in St. Corona am Wechsel. Das war jetzt heuer meine dritte Sommerrodelbahn. Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich heuer schon in Lienz und in Imst war. Ich muss sagen, die Sommerrodelbahn in Imst war mit Abstand die coolste heuer. Die war klein, aber trotzdem fein. Also für einen Tagesausflug von Wien zahlt es sich auf jeden Fall aus. Daherkommen und wir gehen jetzt essen. So, wir haben jetzt da unten im Orthof unser Mittagessen eingenommen und mit Mühe und Not gerade noch einen Sitzplatz gekriegt. Jetzt bin ich dann schnell herauf gejoggt. Jetzt kann ich das noch zeigen. Da beginnen Haufen Wanderwege und unter anderem geht es von da auf den Hochwechsel rauf. Und wir gehen jetzt wieder runter zur Bushaltestelle. Jetzt haben wir da noch was entdeckt für die Kinder, und zwar den Kugelbahnweg. Da vorne gibt es einen Automaten, und zwar hier. Da kann man dann für 2 Euro Kugeln kaufen, oder halt eine Kugel. Und da gibt es jetzt mehrere Stationen, und da kann man dann die Kugel runterrollen lassen. Wir werden mal schauen, bei einer Station werde ich das jetzt noch mitfilmen. Für uns heißt es Abschied nehmen von der Erlebnisarena, wobei, wie gesagt, muss ich nochmal wiederholen, die Sommerrodelbahn mit der Erlebnisarena nichts gemeinsam gehabt hat. Ja, sage immer danke fürs Video schauen und wünsche euch wie immer das Beste. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.